Wer nimmt mich wahr? Wem bin ich wichtig? Wer geht nicht achtlos mit mir um? Wer hört mir zu? Wer unterbricht nicht? Wer nimmt sich Zeit, mich zu verstehen? Du siehst mich, du kennst mich, du kümmerst dich um mich. Du suchst mich, du liebst mich, du übersiehst mich nicht. Mein Gott, der mich sieht, mein Gott, der mich sieht. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. So sagt es Paulus im Epheserbrief, Kapitel 5, uns gegeben als Leitwort für diesen Sonntag und die vor uns liegende Woche. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wir haben endlich die baden-württembergischen Sommerferien erreicht. Dieses Jahr hat es besonders lang gedauert, gefühlt, aber wir sind angekommen. Lehrer atmen auf, Schülerinnen, Schüler atmen auf, Eltern atmen auf oder auch nicht, je nachdem. Aber auf jeden Fall, wir sind da. Und wenn wir dann so angekommen sind, dann sind wir auch in den großen Familienfreizeiten der LaHue angekommen. Und wir freuen uns sehr, dass ganz, ganz viele Familien angereist sind. Es ist diese spannende Zeit, wo Kinder die Majorität sind im Haus.
Wir Erwachsenen, wir Eltern schaffen nicht mehr die Mehrheit. Die Kinder sind mehr, das ist gut. Und das werden Sie auch nachher erleben. Überall wuselt es hier rum. Und wir freuen uns sehr über dieses Miteinander, das hier uns geschenkt und gegeben ist. Das ist das eine. Gestern Abend haben wir das noch ein bisschen gefeiert mit einem Konzert von Sem Samba und seiner Band und haben es genossen, mit ihm gemeinsam zu singen und bei einem Nicht-Allein-Hinsitz-Konzert zu sein, so wie er es formuliert hat. Das war gut. Ja, heute, der Tag heute, was ist für heute wichtig? Heute ist wichtig, dass auch heute nach dem Gottesdienst wieder Christen da sind, um mit ihnen zu beten. Dürfen gerne auf den einen anderen zugehen, der nachher vor hier vorne erkennbar ist. Wir werden auch heute wieder im Gruppenraum 1, 2 im Aula-Bereich und draußen auf der Terrasse die Chance haben, zusammen zu sein bei Kaffee und Tee. Und wir haben heute auch einen Sonderkontaktgrill. Wer von dieser Seite auf das Gebäude zugegangen ist, hat schon unseren, nein nicht unseren, leider nicht, aber den gigantischen Foodtruck gesehen, der da vor unserem Kreisel Stellung genommen hat. Und wir freuen uns riesig, dass da also Sigmund Spengler heute eine Spezialaktion durchführt. Das hätte ja alles stattfinden sollen bei unserem berühmten Karlsbad Feiertfest und wurde aus gesundheitlichen Gründen ein bisschen verzögert. Aber jetzt ist der Foodtruck bei uns. Sehr gut. Also, wir freuen uns heute dran. Heute gibt es Flammkuchen und deswegen müssen Sie auch gar nicht anmelden. Sie müssen einfach nur da hingehen, entsprechend da Ihr Geld einlegen und dann können Sie da an diesem Sonderkontaktgrill heute teilnehmen. Und wir wollen gerne einen großen Applaus loswerden für Sigmund Spengler. Vielen Dank. Richtig gut. Ich habe so gedacht, das sind so Fahrzeuge, die man auf der Autobahn nicht gerne begegnet, aber schön, wenn sie dann angekommen sind und dann da sind. Ansonsten ist ja meist eher etwas störend auf den Fahrbahnen, aber hier ist es richtig gut, dass wir heute die Chance haben. Mittagessen für unsere Konferenzgäste um 12.30 Uhr und ganz herzliche Einladung. Heute Abend um 20 Uhr haben wir einen Mitarbeiter von Coworkers hier, Tobias Haberstroh, zum Thema Aktuelles aus der Mission mit Schwerpunkt Nahe Osten. Ganz herzliche Einladung, daran teilzunehmen. Im kleinen Saal wird das heute Abend um 20 Uhr stattfinden. Wenn ich in die vor uns liegende Woche hineingucke, dann haben wir die verschiedenen Möglichkeiten ja auch. Sie kennen das Programm, können gucken, an welchen Bibelarbeiten oder Programmen auch der Familienfreizeit Sie gerne teilnehmen wollen. Ansonsten merken wir, dass wir tatsächlich mit der Gemeinde in der Sommerpause angekommen sind. Aber wir haben heute noch ein Gemeindeereignis, nämlich wir haben heute noch einmal eine Kindersegnung. Um 11.45 Uhr haben wir die Segnung von Samuel Mack, dem Sohn von Christoph und Susanne Mack. Herzliche Einladung, da um 11:45 Uhr daran teilzunehmen. Aus dem Programm der kommenden Woche möchte ich besonders den Samstag hervorheben. Da werden wir um 20 Uhr eine Sommermusik gemeinsam mit Peter Hust hier haben. Herzliche Einladung, daran teilzunehmen. Ob das Indoor oder Outdoor stattfinden wird, das entscheiden wir nach den meteorologischen Rahmenbedingungen recht kurzfristig. Aber um 20 Uhr wird auf jeden Fall am kommenden Samstag diese Sommermusik mit Peter Hust sein. Herzliche Einladung dazu. Dann sind wir schon im August und im August haben wir auch die Gemeindemitteilungen für Sie. Blick zurück, Blick nach vorne. Herzliche Einladung, das mitzunehmen. Und wir schauen einmal tatsächlich an das Ende der Sommerferien, aber nur ganz, ganz kurz, aber umso bewusster. Nämlich am Ende der Sommerferien, am Samstag, den 9. September, ist Jugendtag. Und deswegen haben Sie diese Karte, diesen Flyer bekommen. Wir freuen uns als auf besonderen Referenten auf Dave Wirtz. Er ist Jugendreferent bei der Klostermühle und er wird über Christ is enough for me als Gesamtthema diesen Jugendtag für unsere jungen Leute gestalten. Sie haben das jetzt, entweder das betrifft Sie unmittelbar oder betrifft dich unmittelbar aus dieser Generation oder Sie kennen Menschen, die es betrifft oder Sie sagen, dafür möchte ich gerne beten, wie auch immer. Wir dachten, bevor Sie endgültig in den Sommerferienmodus abtauchen, kriegen Sie diese Karte zum 9.9. und können sie mitnehmen, weitergeben oder auch selbst eben kommen, sich anmelden und an diesem Jugendtag dann eben teilnehmen. Wir haben noch eine abschließende Gemeindemitteilung, nämlich am vergangenen Mittwoch, am 26. Juli, ist Eva Luise Flassack geboren, Tochter von Daniel und Stefanie Flassack. Und wir gratulieren der Familie und wünschen Ihnen mit Ihrem Mädchen den Segen unseres Gottes. Auch dieser Sonntag, Zeit, um Gott zu ehren, mit einem Psalm, Zeit, um Gott zu ehren im Lobpreis,
Mit Versen aus Psalm 106 wollen wir vor unseren Gott treten und ich lade Sie ein, aufzustehen. Halleluja! Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Wer kann die großen Taten des Herrn alle erzählen und sein Lob genug verkündigen? Wohl denen, die das Gebot halten und tun immer da Recht. Herr, gedenke meiner nach der Gnade, die du deinem Volk verheißen hast. Erweise an uns deine Hilfe, dass wir sehen das Heil deiner Auserwählten und uns freuen, dass es deinem Volk so gut geht und uns rühmen mit denen, die dein Eigen sind. Amen. Herr, im Glanz deiner Majestät. Ablegen dürfen unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Sünden und unsere Zweifel. Du brauchst mir nicht zu erklären,
Du sagst, du bist derselbe, wenn meine Welt zerbricht. Du sagst, du wirst nicht wanken, ich halte mich an dich. Ich entscheide mich, dich zu loben, in der Tiefe bist du mein Trost. Ich entscheide mich, dich zu loben, denn du liebst mich Predigttext für den heutigen Sonntag finden wir in Psalm 142. Eine Unterweisung Davids, als er in der Höhle war, ein Gebet. Ich schreie zum Herrn mit meiner Stimme. Ich flehe zum Herrn mit meiner Stimme. Ich schütte meine Klage vor ihm aus und zeige an vor ihm meine Not. Wenn mein Geist in Ängsten ist, so nimmst du mich meiner an. Sie legen mir Schlingen auf dem Wege, den ich gehe. Schau zur Rechten und sieh, da will niemand mich kennen. Ich kann nicht entfliehen. Niemand nimmt sich meiner an. Herr, zu dir schreie ich und sage, du bist meine Zuversicht, mein Teil im Lande der Lebendigen. Höre auf meine Klage, denn ich werde sehr geplagt. Errette mich von meinen Verfolgern. Denn sie sind mir zu mächtig. Führe mich aus dem Kerker, dass ich preise deinen Namen. Die Gerechten werden sich zu mir sammeln, wenn du mir wohltust. Zum Gebet und zum anschließenden Lied darf ich Sie bitten, sich zu erheben, soweit Ihnen das möglich ist. Geliebter Vater, und so kommen wir jetzt an diesem Sonntagmorgen zu dir, stehen vor dir und wollen dir zuallererst danken. Danken, dass dieses Leben ein Leben ist, das vor dir offen liegt, mit allen Freuden, aber auch mit allen Sorgen, und auch dafür danken, dass du uns Menschen und Beispiele in den Weg gesetzt hast, wie jetzt David, die diese Tiefen kennen. Und dass du selbst Mensch geworden bist. Und dass du uns vollumfänglich in jedem einzelnen Ding und in jedem einzelnen Gedanken und jeder einzelnen Situation, die uns begegnet, zutiefst verstehst. Und dann wollen wir dir auch danken, dass du uns nicht nur verstehst, sondern dass du Ausweg schaffst. Dass du durch das finstere Tal mitgehst
uns an deiner Hand führst, dass du uns den Weg zeigst, den wir gehen dürfen, dass du uns mit deinen Augen leitest und dass du uns sicher zum Ziel bringst. Gerade auch da und gerade auch dann, wenn wir selbst nicht sehen können und nicht sehen dürfen. Du bist der Herr und du regierst. Wir wollen dir diesen Gottesdienst jetzt hinlegen und dich darum bitten, dass dein Licht hereinscheinen darf in unser Leben, dass es auch denen begegnen darf, die dich noch nicht persönlich kennen. Legen dir unsere Kinder hin und die, die ihnen heute deine Botschaft näher bringen, und auch all die, die wo auch immer heute Gottesdienst feiern. Erweise du dich als der Herr, der groß, mächtig und herrlich ist und doch so klein und der gegenwärtig bist, der war und der ist und der kommt. Wir loben dich und wir beten dich an. Amen. Psalm 142, ein erster Blick, die Überschrift. In meiner Bibel steht da drüber, Hilferuf in schwerer Bedrängnis. Okay, alles klar. Das ist ja nicht der einzige, oder? Das haben Sie ja über vielen Psalmen stehen, so oder was Ähnliches. Und dann wissen wir auch schon so ganz grob, die wir der Bibel ein bisschen kennen, was jetzt kommt. Es kommt Klage, es kommt Verzweiflung, es kommt Bitte, es kommt Not, es kommt die Schwierigkeit, es kommt der ganze Kram, den kein Mensch braucht. Und der doch offensichtlich
zum Dauerbrenner der Glaubenden wird. Ist so? Ist so. Am Anfang haben wir noch gedacht, ja, so ab und zu mal gibt es ein kleines Problem, aber ansonsten sind wir da durch und dann wird alles gut und wenn es Schwierigkeiten gibt, beben wir die kurz weg und dann gehen wir weiter. Und dann haben wir die ersten paar Jahre, Jahrzehnte so hinter uns und denken, hui, die Häufigkeit der Psalmen der Bibel spricht offensichtlich für ihre Notwendigkeit des Gebrauchs. Wir haben einen hohen Bedarf und die Überschrift, sie mag uns auf der einen Seite nerven, sie soll uns auf der anderen Seite enorm trösten. Die Überschrift sagt, da ist er wieder, dein Dauerbrenner. Ich habe Erfordernis, ich habe Probleme, ich habe Schwierigkeiten, ich habe das, was an der Überschrift mir schon gesagt wird, Hilferuf in schwerer Bedrängnis. Erster Blick. Zweiter Blick auf Psalm 142, da leuchtet der Name David auf. Wow, gut, alles klar. Bibelkenner fühlen sich sicher, Bibelkenner wissen zu Hause, David, mit dem kann man wenigstens ja was anfangen. David, das ist ja nämlich eine Quelle, eine unglaubliche Quelle, ein Modell, ein wunderbares, reiches Modell einer lebendigen Gottesbeziehung. Mit all dem, was dazu gehört. Der Mann, den muss man nicht idealisieren, der hat wahnsinnige Schlagseiten. Denn man gleichzeitig mit ihm kann man sich versuchen zu identifizieren. Andererseits ist er so dermaßen weit weg von uns in seiner Beziehung. Aber er tut uns gut, er tut uns wirklich gut. David tut uns gut. Und jetzt haben wir auch ganz viele Psalmen von ihm und sind ja jetzt hier am Ende des Psalters in diesem Achterblock. Wir haben noch einmal 8 Psalmen, von diesen 8 Psalmen, dieser kleinen letzten davidischen Psalmsammlung, sind wiederum 5 von denen, sind Klagepsalmen. Das heißt, auch im Leben des David, und das wissen wir ja, auch im Leben des David spielte das eine ganz große, wesentliche Rolle, mit seinen Nöten, seinen Schwierigkeiten, seinen Tälern zu dem lebendigen Gott zu kommen im Gebet. Dritter Blick. Nach dem Blick zur Überschrift und dem Blick zu David, im dritten Blick entdecken wir, da gibt es ja eine Angabe, eine von diesen nicht so häufigen, aber bei Psalmen und bei David und für die Saulzeit doch immer wieder vorkommenden Angaben, wohin dieser Psalm besonders zu legen sei, wo wir ihn zu verorten haben, wo er hingehört. Und da freuen wir uns, da steht es, als er in der Höhle war. Nach der kurzen Freude gleich die Enttäuschung, es gab mehrere Höhlen. Das heißt, wir müssen jetzt mal nachgucken, ja, je nachdem, welche Bibel hat, haben viele Bibeln sich für eine Höhle entschieden, was ich nicht kapiere. Ja, aber man kann ja zumindest 2 ganz zentrale Höhlenerfahrungen ganz kurz in unser bibelkundliches Gedächtnis wieder zurückführen. Das ist diese berühmte Höhle bei Adullam, die in 1. Samuel 22 nur mit einem einzigen Vers uns vor unser geistliches Auge gestellt wird. David ging von dort weg, er musste ja fliehen von Saul mit dem ganzen Problem, er ging von dort weg und rettete sich in die Höhle Adullam. Als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie zu ihm dahin. Höhle 1, 1. Mose 22. Wesentlich ausführlicher, 1. Mose 24, und ich sehe schon, die haben sie natürlich alle gedacht, 1. Samuel 24, da haben wir dann diese Höhle bei En-Gedi. David ist wieder auf der Flucht, er flieht in diese Höhle, er flieht da rein und denkt, er ist gerettet, dann kommt es zu dieser bescheuerten Lage, dass er in der Tiefe der Höhle ist und Saul sich gerade von den verschiedenen Höhlen die aussucht. Und jetzt sitzt er vorne wie eine Tür und hinten sitzt der David drin. Also daher ist die Höhle natürlich hier schon sehr deutlich ambivalent zu spüren. Höhle. Ja, natürlich, das mit der Höhle, es ist gut, dass wir es wissen. Wir können es ein bisschen besser vorstellen. Und wir haben jetzt genau diese Doppelung in den beiden Texten gespürt. Zum einen ist die Höhle ein Rettungsort, ja, ein ganz klarer Rettungsort. Der Mann konnte sich in die Höhle von Adullam flüchten, da fühlte er sich in gewisser Weise sicher. Er flüchtete in die Höhle bei En-Gedi, natürlich, da war er unsichtbar, da war er weg, da war er gefühlt geschützt und gleichzeitig merken wir, das Thema kippt aber sowas von drastisch um. Dieser Sicherungsort, dieser Schutzort, der wird zum Gefängnis.
Der wird zum Kerker, wie wir es nachher in Psalm 142 in Vers 8 lesen. Führe mich aus dem Kerker, aus dem äußeren und inneren Kerker, in den ich in meinem Leben hineingeraten bin. Und von daher hat diese Höhle so etwas Ambivalentes. Es ist der Schutzort einerseits, aber es ist auch das Gefängnis andererseits. Und Höhlenorte als Gefängnis, Höhlenorte als Gefängnis, wow, da glaube ich, hat jeder von uns irgendeinen Beitrag zu leisten. Da können Sie Ihr eigenes Leben nehmen, da können Sie Menschen nehmen, da können Sie Situationen nehmen und Sie haben Ihre Höhlenerfahrungen im Set, auch heute Morgen hier in unserem Saal und miteinander auch im Livestream verbunden. Selbstverständlich, Höhlenerfahrungen ohne Ende. Körperliche Einschränkungen können heftigste Höhlenerfahrungen sein. Manche Mandate, in denen wir zu leben verpflichtet sind, können so eine Höhle sein. Manche persönliche Begebenheit mit einem selber, mit seiner Seele, seinem Geist, können so eine Höhle sein. Ja, aber natürlich, da gibt es die unterschiedlichsten Höhlenerfahrungen, die wir da so mit uns herumtragen. Ganz klar, ganz eindeutig. Und es ist gut, dass das so drüber steht, dass hier diese beiden Höhlen uns wieder ins Gedächtnis gerufen werden, mit denen hier eben auch das Leben des David für uns gekennzeichnet ist. Vielleicht waren es noch viel mehr, aber die beiden, die wir aus dem 1. Samuel, Buch Kapitel 22 und 24 eben wissen. Und wissen, es ist nicht nur ein Schutzort, sondern immer mehr wird es zu einem Kerker und zu einem Gefängnis. Und in diesem Kerker und in diesem Gefängnis wird gebetet. In diesem Kerker und in diesem Gefängnis der Höhlenerfahrungen wird gebetet. Der vierte Blick. Nach der Überschrift und nach dem David und nach der Höhle ist natürlich, dass die Ausleger uns sagen, schaut doch diesen Psalm 142 an und ihr entdeckt, es springt euch förmlich ins Auge. Ihr müsst den neuen David euch anschauen. Ihr müsst den neutestamentlichen David euch anschauen. Ihr müsst sehen, dass auch dieser Psalm 142 natürlich ein Jesus-Psalm ist. Und wenn ein Psalm passt, dann passt natürlich Psalm 142 auf Jesus. Und auf die Erfahrung, insbesondere am Ende seines Lebens, auf diese zentrale Erfahrung zu merken, ich bin aber sowas von allein. Ich bin sowas von allein. Da sind zwar viele, viele, viele Menschen da, aber im eigentlichen Kern bin ich allein. Und wenn das irgendwo wirklich furchtbar doof und bescheuert zum Ausdruck kam, dann in Gethsemane, dann in Gethsemane. Dass er nicht auf die Religionsparteien zählen konnte und dass er nicht auf die Römer zählen konnte, ja natürlich. Aber da hat er seine Kernmannschaft und vom Kernmannschaft die Kernmannschaft von der Kernmannschaft. Und zieht sie zu sich hin, hat nur eine einzige Bitte. Zieht mit mir das durch, lasst mich jetzt nicht hängen. Und dann pennen die alle weg. Wenn irgendjemand Psalm 142 erlebt hat, niemand nimmt sich meiner an, da will mich niemand kennen, dann Jesus. Und das blieb dann so. Das blieb so. Das blieb so. Da haben die entsprechenden Truppen ihn abgeholt, dann kommt das ganze Theater von Donnerstagnacht und Karfreitagmorgen, bis sie ihn dann dieses Kreuz dann gehängt haben. Und dann hängt er da, in seinem Kerker, in seiner Höhle. Und gleichzeitig der allerletzte Vers, haben Sie den allerletzten Vers gelesen? Den allerletzten Vers vom Psalm 142, das ist ja ein Ostervers. Da heißt es ja, in dieser Höhle, in diesem Kerker, die Gerechten werden sich zu mir sammeln, wenn du mir wohltust. Und dann sehen sie förmlich am Ostersonntag, wie die Gerechten aus ihren Höhlen krabbeln, wie sie aus ihren Schutzorten rauskommen und sagen, das kann doch gar nicht wahr sein. Ist dieser der eine, ist er tatsächlich auferstanden von den Toten, der lebt, das gibt es doch gar nicht. Und dann sammeln sie sich und sie sammeln sich und sie sammeln sich und seit 2000 Jahren sammeln sie sich. Und sammeln sich um diesen einen mit seiner Höhlenerfahrung aus Psalm 142. Es ist ein Jesus, es ist ein Messias-Psalm. Ganz eindeutig, ganz eindeutig. Wir sehen in einem vierten Blick auf Psalm 142 Jesus in diesem Text. Ein fünfter Blick nach der Überschrift und David und den Höhlen und dem neuen David ist, dass der Psalm 142 auch eine ganz bestimmte Karriere in der Kirchengeschichte gemacht hat. Seine Karriere in der Kirchengeschichte hängt insbesondere mit Franziskus zusammen.
Franziskus hat diesen Psalm 142, und danach ist er dann in die Serie gegangen, das war wie so ein Startsignal, hat diesen Psalm als seinen Sterbepsalm gehabt. Mit diesen Worten ist der Mann aus dem irdischen Leben gegangen. Und die Tradition nach ihm hat das natürlich als Sterbepsalm aufgenommen. Das spielt ja noch einmal das Thema der Einsamkeit, der Isolation, dessen, dass keiner da ist, dass ich in meiner Höhle bin, ja noch mal eine ganz andere Dimension an. Ja, selbstverständlich. Und wenn Sie es als Sterbepsalm lesen und das im Hintergrund von Franziskus hören, dann kriegt er noch einmal seine Besonderheit. Wenn mein Geist in Ängsten ist, so nimmst du dich meiner an. Da will mich niemand kennen und ich kann nicht entfliehen. Und niemand nimmt sich meine an. Herr, ich schreie jetzt zu dir, hol du mich aus dem Kerker, dass ich preise deinen Namen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der da auftaucht, wenn wir uns diesen Franziskus vergegenwärtigen. Ein solch durch und durch jesuanischer Psalm vermag auch zum Gebet aller Jünger Jesu zu werden. Tatsächlich. Und jetzt noch ein sechster Blick, da haben Sie die Einleitung überlebt. Also die Überschrift war klar und der David war klar und die Höhle war auch klar und der neue David auch und der Sterbepsalm von Franziskus auch. Und jetzt entdecken wir, ja, natürlich, jetzt sind wir natürlich dran, wir sind jetzt dran mit Psalm 142, aber wir haben ja ein bisschen zu schlampig gelesen. Oder sagen wir so, ich habe sie schlampig geführt. Oder sagen wir so, ich wollte sie so führen. Dass wir jetzt erst merken, da steht ja eine Menge drüber, was wir noch gar nicht registriert haben. Dieser Psalm ist ja nicht irgendein Gebetspsalm, einer von den vielen, sondern er hat ja eine ganz eigenartige Überschrift. Ich weiß nicht, wie Sie es mitgelesen haben, aber Luther sagt, es ist eine Unterweisung. Der Ausdruck, der da steht, der macht uns bis heute Mühe. Maskil, aber Maskil ist am allerbesten zu übersetzen mit, es ist ein Lehrgedicht. Also das ist nicht nur einfach, ich sag dir mal, was ich gebetet habe, sondern Sie ahnen schon, was der Gedankengang ist. Ich tue es dir kund. Das, was ich dir hier mitteile, was würden wir denn sagen? Das ist ein Modell. Das ist ein Modell. Das ist ein Beispiel. Das sage ich dir als Anleitung. Das ist Mentoring auf AT-Ebene. Ja, ihr kriegt also jetzt etwas mitgeteilt, sagt David, was ich als Maskil, was ich als Lehrgedicht euch weitergebe. Und dass wir da auf der richtigen Spur sind, entdecken wir auch am Ende dieser Einleitung. Eine Unterweisung Davids, ein Maskil David, als er in der Höhle war. Und dann, Luther sagt eben nur einfach, ein Gebet. Ja, hätten wir jetzt auch gedacht. Aber der Gedankengang ist, was da steht, meinte, ein bewusstes Bittgebet. Ein Bittgebet, ein Maskil, ein Lehrgedicht zum Thema Bittgebet. Und deswegen auch diese komischen ersten zwei Verse, ist Ihnen vielleicht gar nicht aufgefallen. Aber in den ersten zwei Versen, wenn Sie mal genau hingucken, betet der Typ noch gar nicht. In den ersten zwei Versen ist er gar nicht im Gebet, sondern er, was soll man denn so was sagen, es gibt eine Art Gebetsvorgangsbeschreibung, eine Art Gebetsankündigung. Denn Gebet ist ja, ich sage das zu meinem Gott, ich, du, aber Psalm 142, 1 und 2 macht ich, er. Und zwar nicht nur einfach nebenbei, sondern ganz bewusst ich, er. Er will uns also lehren. Über dem ganzen Psalm 142 steht David und sagt, so übrigens mache ich das. Ah, danke, guter Mann, das ist gut. So mache ich das. Wenn ich Grund habe zu beten, dann mache ich das folgendermaßen. Siehe Psalm 142, es ist ein Maskil, ein Lehrgedicht zum Thema Klage, zum Thema Bitte und ich sage dir jetzt, wie ich das mache. In den ersten zwei Versen kündige ich dir an, was ich dann mache. Ich bete, wie bete ich? Ich bete so in Vers 2, dass ich meine Stimme erhebe. Ich erhebe meine Stimme. Und das Erheben der Stimme ist hier nicht zu unterschätzen, meint tatsächlich, das wissen ganz viele von uns, tatsächlich auch ein hörbares Erheben der Stimme. Sie müssen nicht gleich rumbrüllen, aber tatsächlich ein hörbares Erheben der Stimme. Das heißt, die Stimme wird akustisch wahrgenommen, meistens bei der Bitte und Klage von Ihnen ganz allein. Eben nicht von Ihnen ganz allein.
Genau das ist der Gedankengang. Indem ich mich selber akustisch höre, was ich sage, transportiere ich diese Worte in seine Gegenwart hinein. Meine Stimme erhebe ich. Und noch einmal, meine Stimme erhebe ich. Und ich erhebe sie nicht irgendwohin. Ich habe einen Ort, ich habe nämlich den Herrn. Und ich habe den Ort, von dem aus ich weiß, da kommt Hilfe und Gnade. So mache ich das, sagt David. So mache ich das, um das noch einmal zu sagen, in Vers 3, ich schütte nämlich meine Klage vor ihm aus und zeige vor ihm meine Not an. Es kommt bei mir zu einem Ausgießen, das ist ein schönes Bild, ein Ausgießen meiner Klage und ich mache eine Bekanntgabe. Ich zeige es ihm an, ich hänge es quasi wie ein Plakat für ihn hin. Sagen, das ist das Thema, hier ist mein Plakat, hier ist meine Dokumentation und hier ist alles ausgegossen vor dir. So, das ist nur der Gebetsvorgang. Das ist nur die Ankündigung. Er hat noch gar nicht gebetet. Er hat ihn jetzt nur gesagt, so mache ich das. Ich erhebe meine Stimme zu meinem Herrn, ich habe dort Hilfe und Gnade, ich schütte ihm alles aus und ich mache es ihm bekannt. Und jetzt dürfen Sie, wenn Sie wollen, da einen Doppelpunkt setzen, denn jetzt beginnt erst das Gebet. So, Mentoring pur, Lehre pur, Unterweisung pur. Es gibt Anlass zur Klage, es gibt Not, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Höhlenerfahrung. So mache ich das. So mache ich das. David, wie machst du das denn jetzt, wenn du deine Stimme erhebst? Wie machst du das denn jetzt, wenn du es ausschüttest? Wie machst du das denn jetzt, wenn du das plakatierst? Wie machst du das denn, wenn du an den Ort der Gnade und Hilfe kommst? Das sind die Verse, die jetzt folgen, die Verse 4 bis zum Ende dieses Psalms. Und da sagt uns dieser wunderbare Mann des Glaubens zuallererst also, ich gebe eine Lagebeurteilung bei Gott ab. Ich gebe eine Lagebeurteilung bei Gott ab. Und die Lagebeurteilung, die wird hier jetzt beschrieben, wenn mein Geist in Ängsten ist, so nimmst du dich meiner an. Der verschmachtete Geist darf wissen der Lagebeurteilung, dass Gott Kenntnis des Weges, des Pfades hat, wie es eigentlich hier steht. Gott hat Kenntnis des Weges und des Pfades. Du weißt um meine Höhlenerfahrung. Ich zeige das eben an und ich weiß, dass da Schlingen mir gelegt sind auf dem Weg, den ich gehe. Da habe ich Feinde, da habe ich Schwierigkeiten, da habe ich Gegner, da habe ich Not, die können in aller möglicher Art und Weise jetzt definiert werden und die sind da, mit dem habe ich zu kämpfen. Aber mein Hauptproblem in meiner Lagebeurteilung, das kommt jetzt in Vers 5. In Vers 5 entsteht was ganz Eigenartiges. Gucken Sie mal rein in Ihre Bibeln, da wird Gott aufgefordert, etwas ganz Verrücktes zu tun. Nämlich der Beter sagt, schau mir doch bitte zu Rechten. Manche denken, haben das nicht ganz kapiert und sagen, und auch zur Linken, nee, schaue mir zu Rechten. Bitte, mein Gott, schaue mir zu Rechten. Warum soll Gott ganz bewusst auf die rechte Seite von David gucken? Er wird angeleitet, an die rechte Seite von David zu gucken. Schau mir zu Rechten. Was siehst du, mein Gott? Nichts. Leerstelle mit EE. Da ist nichts. Da ist niemand. Es sollte keinen geben, der niemanden zu Rechten hat. Da ist Leerstelle. Natürlich, 1. Samuel 22, Höhlenbesuch von Family, nett. Natürlich, 1. Samuel 24, der ganze Kram von Soldaten, die da um ihn herum waren. Aber er sagt, mein Gott, schau doch mal zu meiner Rechten, das ist niemand. Mein Gott, das ist mein Problem. Das ist das Zentrum meiner Lagebeschreibung. Ich könnte das alles viel, viel, viel lockerer nehmen, wenn ich nicht so verdammt alleine wäre. Ich habe nämlich, es kommt ein Ausdruck, der da steht, ich habe nämlich keinen Markier. Ich habe keinen Markier. Markier, das Wort, was da steht, heißt, wir haben kein richtiges Wort dafür. Ah, wir haben im Deutschen kein Wort dafür.
Am allerbesten können Sie sagen, ich habe keinen Freund. Aber Sie wissen, Freund, ach, denken Sie an Ihre bescheuerten Likes. Stehen Sie, das ist ja kein Freundesbegriff der Bibel mehr. Aber wenn das am ehesten, das Wort, was da steht, meint, ich habe niemanden, dem ich etwas wirklich bedeute. Ich habe niemanden, der mit mir gesehen werden will. Ich habe niemanden, der mich tatsächlich wahrnimmt. Ich habe niemanden, der für mich wirklich einsteht. Ich habe niemanden. Mein Gott neben mir ist leer. Dieses Thema der Isolation, dieses Thema der Einsamkeit in all ihren Schattierungen, ist ein ganz, ganz wesentliches Thema aller Menschen aller Zeiten und auch ein geistliches Thema. Wir haben alle in den letzten Jahren unsere Erfahrung gemacht. Auf einer ganz niedrigen Ebene, wenn die Plätze neben einem plötzlich leer werden. Wir haben all unsere Erfahrung gemacht, was das heißt, wenn man nicht mehr in einer bestimmten Gesellschaft gerne gesehen wird. Wir haben all unsere Erfahrung gemacht, mit wem man in diesem Land noch zusammen sein darf und mit wem nicht. Das ist nur die untere gesellschaftspolitische Ebene. Jetzt kommen Sie ins geistliche Feld und merken, da taucht das wieder auf. Und letztendlich ist eine ganz große, tiefe Not im zwischenmenschlichen Bereich. Ganz große, tiefe Not. Das, was da steht, ich habe keinen Markier. Das ist das Zentralproblem des David in diesen Jahren. Das ist das Zentralproblem. Deswegen war es für ihn ja auch so furchtbar, so absolut furchtbar, dass der Jonathan nicht mehr bei ihm sein konnte. Deswegen war es für ihn ein vollkommener Tiefpunkt seines Lebens, als der Samuel in die Ewigkeit abgetreten ist. Ich habe keinen Markier. Komplett isoliert. Wisst ihr, wo das Wort steht? Hochinteressant. Dieses Wort steht in diesem kleinen Buch Rut. Da kommt doch diese Frau, diese Moabiterin, und kümmert sich in einer absolut selbstlosen Weise um ihre Schwiegermutter, um die Naomi. Lässt da wirklich ihr Leben reinfließen in das Leben dieser Naomi. Völlig sinnloser Lebensentwurf, den die Frau praktiziert. Durchstreicht sämtliche Zukunftserwartungen, die sie halbwegs noch in Moab haben konnte als junge Witwe. Und läuft mit dieser Naomi in ihr Schicksal hinein. Vermeintlich Katastrophe. Und der eine, der das versteht, was diese Frau getan hat, der eine, der das versteht, ist Boas. Und da taucht doch diese Frau auf dem Feld des Boas auf. Und dann sagt doch der Boas, wie das alles abläuft. Und dann sagt die Rut über ihn: Womit habe ich denn Gnade gefunden vor deinen Augen? Und jetzt sagt Luther, dass du mir so freundlich bist, die ich doch eine Fremde habe. Ich habe in dir, in Boas, ein Markier. Und abends kommen die heim von diesem ersten Tag da auf diesem Acker und die Naomi sieht sowohl das Ergebnis des Tages als auch die Gesichtszüge ihrer Schwiegertochter und sagt dann zu ihr: Wo hast du denn heute gelesen? Wo hast du denn heute gearbeitet? Gesegnet sei der, der dir freundlich gewesen ist, der dir ein Markier war. Ich gebe eine Lagebeschreibung ab. Und die Lagebeschreibung des David lautet: Schau rechts von mir, mein Gott, schau rechts. Siehst du irgendjemand? Leerstelle.
Das ist mein Problem. Leerstelle. Keine Zuflucht. Und in der mittendrin. Die Lage beurteilt ist was ganz, ganz Wichtiges. Zu begreifen, was ist denn das eigentliche Problem? Das eigentliche Problem. Das sind so vielen Bereichen und Phasen meines Lebens. Der Markier fehlt. Der fehlt. Das ist gar nicht im Sinn von Vorwurf gedacht. Das ist bei Psalm 142 gar nicht mit drin. Da gibt es auch kein Psychoprogramm. Sein tiefes Empfinden, ganz viel Not meines Lebens hat als entscheidendes Thema die Leerstelle neben mir. Gut, gut, gut dafür. Danke für eine klare, uns weitergegebene Lagebeurteilung. Dann hängst du ja ganz schön drin. Nein! Nein, nicht. Zum Zweiten, wenn ich dann bete, zum Zweiten, was ich da mache, ich tue immer beim Gebet meine Überzeugungen kund. Das Zweite. Ich tue im Gebet meine Überzeugungen kund. Was sind denn deine Überzeugungen? Was hast du denn, du David, der uns jetzt gerade die Lagebeurteilung, deine eigene tiefste Not zum Ausdruck gebracht hast? Was ist denn deine Überzeugung? Meine Überzeugung ist, sagt uns David, ich schreie zu meinem Gott. Das heißt, Gebet ist für mich Normalität. Und in diesem Gebetsschrei sage ich ihm, du mein Gott, du bist mein Zufluchtsort. Du bist meine Zuversicht. Du bist mein Zufluchtsort. Und du bist auch mein Teil, mein Besitzteil. Und mit dir habe ich auch einen Platz im Land der Lebendigen. Plötzlich werden Überzeugungen laut. Dieser Mann, der so scharf, so klar diagnostisch durchgehen kann, und von der Leerstelle des Markiers spricht, ist gleichzeitig der sagt, ich habe ganz klare Überzeugungen. In meinem Leben habe ich einen Zufluchtsort. Und der Zufluchtsort meines Lebens liegt nicht in mir. Er liegt in dir, meinem Gott, zu dem ich rufe und zu dem ich schreie. Du bist mein Zufluchtsort. Plötzlich hat der Höhlenbewohner, plötzlich hat der Eingekerkerte eine positive Location. Er hat einen Ort, an dem er trotz Höhle, an dem er trotz Kerker etwas Positives hat. Den lebendigen Gott, du bist meine Zuflucht. Plötzlich hat der arm ist, der nichts hat, der nichts besitzt, der ein Gejagter ist von Sauls Truppen, der nicht weiß, wie das weitergehen kann. Plötzlich hat er einen Besitzanteil. Er hat ein Erbe. Das Wort ist das Wort, was man gebraucht, wenn Josua das Land verteilt. Und plötzlich sagt der im Gefängnis Sitzende, der Flüchtling, der Unstete, der Staatsfeind, ich bin übrigens Besitzer von größeren Ländereien. Und sitzt da in seinem Kerker, sei es in Adullam, sei es in Gedi. Weil das Erbe, das er hat, den Besitz, den er hat, den Reichtum, den er hat, den Grund, den er hat, das ist eine Person. Das ist sein Gott. Und der angezählt ist, der jahrelang vom Tod bedroht war, wirklich vom Tod bedroht war, sagt plötzlich, und ich bin verortet im Land der Lebendigen, weil ich mit dem verbunden bin, der Lebendige ist. Ich habe einen Ort, ich bin reich und ich bin im Leben. Im gleichen Psalm. Und auf der einen Seite größte Not und Beschreibung dessen, was da ist. Ich habe kein Markier. Und auf der anderen Seite meine Überzeugung. Ich habe einen Ort. Ich bin sehr reich als Grundbesitzer. Und ich bin tief im Leben verbunden. David, wäre das in deinem Sinne, wenn wir sagen, du hast ja einen Markier, ne? Ja, das wäre in meinem Sinne. Ich habe einen Markier. Ich habe einen Markier. Ich habe einen umfassenden Markier. Mein Gott, ich habe keine Leerstelle. Da stehst ja du.
Da stehst du, mein Gott. Da stehst du, meine Zuflucht. Da stehst du, mein Reichtum. Da stehst du, das pure Leben. Ich habe einen Markier. Das ist meine Überzeugung. Gepriesen ist der eine Markier. Gepriesen ist dieser eine Markier. Dieser eine Freund im letzten Sinne. Gepriesen ist dieser Jesus, der unsere Zuflucht, unser Reichtum und unser Leben ist. Leerstelle? Meine Überzeugung? Nein. Okay, David, das ist jetzt schon mal ein ganz besonderes Modellgebet. Wir spüren das. Das ist nicht das Standard, Herr, ich habe ein Problem, hilf mir raus, Amen. Sondern da hat jemand nochmal das Ganze ein bisschen grundsätzlicher durchdacht. Das letzte Kernproblem ist für mich diese Leerstelle, diese Leerstelle, diese Leerstelle. Und meine tiefe Überzeugung, ich habe ja den einen. Okay, wenn das so ist, wenn du das als Lagebeurteilung abgibst und wenn du jetzt so deine Überzeugung kundtust, dann gehen wir mit dir noch einen dritten Schritt weiter in deinem Modellgebet, in deinem Gebetsmentoring, das du da mit uns durchführst. Und dann sagt er, ja, und ich gebe euch, ja, und jetzt habe ich überlegt mit meinem Verb. Ich habe zuerst formuliert, und dann stehe ich auch zu meinen Erwartungen. Aber das klingt so, ich stehe zu meinen Erwartungen. So ein bisschen, hoffentlich wird's wahr. Oder das ist auch jetzt, ich gebe meine Erwartungen weiter. Das war mir zu schwach. Könnt ihr es verstehen? Sondern ich bin absolut überzeugt von meinen Erwartungen. Absolut überzeugt von meinen Erwartungen. Warum? Ja, weil ich doch diesen Markier habe. Und deswegen sagt jetzt hier tatsächlich dieser David in diesem Modellgebet, nicht nur, dass er darum bittet, dass Gott ihn aus dem Kerker herausführt, sondern er sagt ja dem letzten Vers in 8b, die Gerechten werden sich zu mir sammeln, wenn du mir wohltust. Und zwar nicht im Sinn von, falls du mir wohltust, sondern temporal, wenn du mir dann wohltust. Das wirst natürlich du tun. Ist ja ganz klar. Du bist ja mein Markier. Du bist doch mein Markier. Das Wort, was da in der hebräischen Sprache steht, ist nicht falsch verstehen, ist so ein Alles- und Nichts-Wort. Es gibt doch so, auch bei uns im Deutschen, Verben, die kann man wirklich überall, in allen möglichen Kontexten einsetzen und geben ganz verschiedenen Sinn. Und deswegen sind die Übersetzungen am Ende von 142 auch so verschieden. Man kann sagen, wenn du mich vollendest. Man kann sagen, wenn du dich mir erweist. Man kann sagen, wenn du dich meiner annimmst. Man kann sagen, wenn du mir wohltust, wenn du mich zum Ziel bringst. Gamal, das Wort, was da steht, meint alles Mögliche. Aber heißt letztendlich, ohne dass das zum Guten abgeschlossen ist, kann es nicht fertig sein. Das ist meine absolut feste Erwartung, sagt uns David. Und nicht im Sinn von, ich wünsche es mir so sehr, das erwarte ich, oh bitte, mein Gott, mach's wahr. Sondern im Sinn von, das kann gar nicht anders sein, nicht weil es an mir liegt, sondern weil es an meinem Markier liegt. Wir haben es im Grunde genommen heute in Lehrtextlosung genau das drin. Ich weiß, wer von Ihnen das gelesen hat heute Morgen, da heißt es doch, ich erzähle dir meine Wege. Das ist eine. Lagebeurteilung. Hey, Leerstelle, kein Markier. Dann das zweite natürlich auch noch. Ich tue dir meine Überzeugung kund. Du erhörst mich. Du erhörst mich. Du bist mein Markier. Und dann die Antwort im ersten Johannesbrief. Wir wissen, dass er uns hört. Worum wir auch bitten, so wissen wir auch, dass wir halten, worum wir von ihm gebeten haben. So. Jetzt können Sie theologisch tausendmal das rumdrehen und philosophieren und Ihre Spezialsachen da machen. Erst einmal, ich tue meine Erwartungen kund im Sinn von ohne Gamal, ohne Vollenden, ohne Abschluss, ohne Gut, ohne Wohlsein. Undenkbar, mein Gott, undenkbar. Das ist genau das, was wir im Hebräerbrief haben, als Definition von Glauben. Glaube ist nicht wünschen. Glauben ist nicht, ich hätte gern. Glauben ist genau das, was im Hebräer 11 steht. Glauben ist eine feste Zuversicht, dass man hofft an Nichtwissen und ein Festhalten an dem, was man nicht sieht. Der lebendige Gott
ist mein Markier. Ohne Gamal geht gar nicht. Jetzt haben sie ein Gebet, oder? Jetzt haben sie ein Gebet. Jetzt haben sie ein Gebet. Jetzt. Ja, wenn sie was gelernt haben, was macht man dann? Wenn ihr Mentoring abgeschlossen ist, was sagt dann ihr Mentor zu dem Menti? Wir treffen uns wieder und dann sagst du mir, welche Erfahrung du damit gemacht hast. Jetzt nehmen wir das Modellgebet des David und bete. Bete. Ich erhebe meine Stimme zu ihm. Und ich gebe ihm eine klare Lagebeurteilung. Ich sage meinem Gott, was das Kernproblem ist. Leerstelle rechts neben mir. Kein Markier. Ich tue ihm kund, meine tiefe Überzeugung kund. Ich habe mit dir, meinem Gott, einen Ort. Ich habe in dir, meinem Gott, ein Reichtum. Ich habe in dir, mein Gott, Leben. Ich habe in dir den Markier an sich. Und deswegen, mein Gott, ist das meine Erwartung. Meine durch Glauben gestärkte Überzeugung und Erwartung. Ohne Gamal, ohne Vollendung, geht's gar nicht. Was für ein ganz außergewöhnliches Gebet. Dieser Psalm 142. Was für ein außergewöhnliches Gebet. Und jetzt beten wir. Komm, wir beten diese Woche. Wir beten mit der klaren Lagebeschreibung, mit den Überzeugungen und mit den Übererwartungen. Und haben in all dem, was wir da beten und vor unseren Gott bringen, die feste Wahrheit des Wortes in uns. Wir, die wir an Jesus Christus glauben, wir haben einen unglaublichen Markier an unserer Seite. Wir beten zu ihm. Kommt. Herr Jesus Christus, dein Wort ist so vielfältig, so wunderbar vielfältig. Und wir danken dir auch für diese Modellworte, für dieses Maskil, dieses Lehrgebet, dass wir durch David in unser geistliches Leben hineinnehmen dürfen. Und so stehen wir an diesem Sonntagvormittag vor dir und sagen es dir, dass selbst wir, die wir schon so viele Jahrzehnte mit dir unterwegs sind, immer wieder neu da landen, wo deine Jünger damals gelandet sind. Herr, lehre uns beten. Ich mache das so, ich erhebe meine Stimme. Ich komme zu dir und schütte aus. Ich klage vor dir und tue es dir plakatartig kund. So dürfen wir in dieser Woche kommen, Herr. Und in unserer Lagebeurteilung das zum Ausdruck bringen, was da an Isolation, an Einsamkeit da ist, an fehlendem Markier. Wir dürfen unsere Überzeugungen vor dir zum Ausdruck bringen, dass wir in dir den Zufluchtsort und den Reichtum und das Leben pur haben, dass wir in dir einen Markier haben, wie wir es uns gar nicht hätten vorstellen können. Und wir tun unsere Erwartungen vor dir kund. Ohne dass du die Sachen abschließt, gut machst, vollendest, wohltust, geht gar nicht. Herr, wir haben ein bisschen beten gelernt an diesem Morgen. Und jetzt hilf uns als deine Schüler, hilf uns als deine Kinder, hilf uns, Herr Jesus, als deine Nachfolger, als deine Jünger, jetzt auch tatsächlich in dieser Schule zu sein und zu bleiben und es zu trainieren und umzusetzen. Und wir beten dich an diesem Morgen an, dass es neben uns, bei aller menschlichen Erfahrung und aller Notbeschreibung, dass es bei uns, rechts neben uns, immer einen belegten Platz durch dich gibt. Danke, dass du uns zu Rechten bist. Danke, Herr Jesus, dass du uns Markier bist. Wir beten dich an.
Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Wir erheben uns zu einem Segenswort. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Heiland durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeiten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Alle Ehre.
Wir haben keine Leerstelle neben uns. Wir haben Jesus. Haben Jesus unseren Zufluchtsort, unseren Reichtum, unser Leben. Und wir dürfen überzeugt sein, dass er uns zum Ziel bringt, so wie er es versprochen hat. Einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche. Auf Wiedersehen. Thank you.